Die Hölle auf Erden, eine wohl nicht übertriebene Beschreibung des Staates Syrien. Millionen wollen dieser Hölle entkommen, auch nach Deutschland. Diese Hölle und die Flucht haben mehr mit uns zu tun, als viele denken. Liebe Zuschauer, willkommen zur Phoenix-Runde mit dem Titel Exodus aus Syrien, versagt der Westen. Heute hier willkommen in der Phoenix-Runde. Meine Gäste, Christine Hellberg ist bei uns, Journalistin, Sie sind eine exzellente Syrien-Kennerin, haben lange in Damaskus gelebt und waren auch über längere Zeit dort die einzige akkreditierte westliche Korrespondentin gewesen. Ebenso exzellenter Syrien-Kenner ist Michael Lüders, der in Damaskus auch studiert hat, arabische Literatur, Nahost-Experte, Publizist und Autor, ein gern gesehener Gast in der Phoenix-Runde. Sergei Sumleni ist bei uns, Politikwissenschaftler. Sie stammen aus Russland, sind inzwischen deutscher Staatsbürger und im Moment für die Heinrich-Böll-Stiftung tätig. Und Andrew B. Dennison, US-amerikanischer Politikwissenschaftler, Publizist, Direktor des Transatlantic Networks. Herr Lüders, Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Wer Wind sät, der wird Sturm ernten. Das ist ja ein geflügeltes Wort. Wenn wir uns mal die Geschichte des Nahen Ostens ansehen, bis zum heutigen Tag, kann man da von einem ganz großen Versagen des Westens in dieser Region sprechen? Das kann man in der Tat. Es gibt, glaube ich, zwei große Probleme, wenn wir uns die Region betrachten. Zum einen das Versagen der arabischen Regime, die grundsätzlich nicht daran interessiert sind, ihre jeweiligen Länder zu entwickeln und nie gelernt haben, Macht zu teilen, sondern die jeweiligen Machthaber verteidigen gerne ihre Macht um jeden Preis und sei es um die Zerstörung des eigenen Landes. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass nachfolgende militärische Intervention des Westens, allen voran die US-geführte Intervention im Irak 2003 zum Sturz von Saddam Hussein, im Grunde genommen die Ursünde darstellen, insoweit als hier die Wurzeln gelegt wurden für die Flüchtlingsbewegung, die wir heute sehen. Nicht der Sturz von Saddam Hussein war das Problem, man muss diesem Mann keine Tränen nachweinen, aber die unkluge Besatzungspolitik der Amerikaner danach, insbesondere die per Federstrich dekretierte von Paul Wolfowitz, dem damaligen stellvertretenden US-Verteidigungsminister, zu verantworten, der Auflösung der irakischen Armee, der Geheimdienste und der Baath-Partei von Saddam Hussein, hat über Nacht Hunderttausende Sunniten arbeitslos gemacht, die daraufhin alle gut bewaffnet und gut bewandert im Kriegsführen in den Untergrund gegangen sind, ein erheblicher Teil davon. Und aus diesem Widerstand gegen die Amerikaner und die neue schiitische Regierung in Bagdad sind dann verschiedene terroristische Bewegungen hervorgegangen, darunter der Islamische Staat, der möglicherweise ein irakisches Phänomen geblieben wäre. Dann kam aber der Krieg in Syrien dazu, wo sich der Westen ebenfalls massiv eingemischt hat, mit sehr unklaren Fronten, die wir jetzt haben. Und das Chaos, das wir jetzt zu besichtigen haben, ist so immens, dass es nicht einfach aufzuräumen sein wird. Schwer, das inhaltlich zu folgen. Dabei ist nur ein kleiner Ausschnitt des Problems. Und die Frage ist, ob die Ursünde vielleicht zeitlich nicht sogar noch sehr viel weiter zurückliegt in Bezug auf den Westen. Das wollen wir auch besprechen. Frau Hellberg, Syrien ist das Land für immer zerstört. Ich meine nicht nur materiell, sondern auch als staatliche Einheit für die Menschen, die ja dort gelebt haben, die da den Staat, die Gesellschaft gebildet haben. Ist das für immer zerstört? Syrien ist zum jetzigen Zeitpunkt ein de facto zerfallener Staat. Syrien zerfällt in vier Einflusszonen, wenn man das so benennen möchte. Einmal die Gebiete, die Assad nach wie vor kontrolliert, mit massiver Unterstützung des Iran, der libanesischen Hisbollah und Russlands. Das ist Damaskus und die Küste in erster Linie. Dann gibt es Gebiete, die von Kurden autonom regiert werden. Das ist die PYD ganz im Nordosten des Landes. Das ist die Schwesterpartei der PKK in Syrien. Dann gibt es die Gebiete, die von verschiedenen Rebellengruppen organisiert werden, von gemäßigt über islamistisch bis zu dschihadistisch. Und dann gibt es das Gebiet des IS, der im Übrigen nach Syrien gekommen ist. Ich teile da die Einschätzung von Herrn Lüders. Das ist ein irakisches Phänomen gewesen. Dann hatte man einen zerfallenen Staat nebenan. Das war die Gelegenheit für den IS, nach Syrien zu expandieren. Und der IS ist nach Syrien gegangen, in die Gebiete, die bereits von Assad in Anführungszeichen befreit waren. Also der IS bekämpft in Syrien andere Rebelleneinheiten und wird auch in erster Linie bekämpft durch andere Rebellen und nicht durch Bashar al-Assad. Das ist ganz wichtig. Also man kann Syrien in der alten Form vergessen. Nun, die Syrer haben ihr Syrien natürlich noch nicht vergessen und sie halten daran fest und sie haben die Hoffnung auch nicht aufgegeben, dass ein geeinter Staat dort noch weiter entsteht. Was dafür zu tun sein muss, werden wir hoffentlich noch besprechen. Wir brauchen vor allem ganz kurz eine Alternative zu Bashar al-Assad und zum IS. Herr Dennison, ist den Amerikanern bewusst, dass sie in der Nahostpolitik zumindest phasenweise versagt haben, dass sie falsche Entscheidungen, strategische Entscheidungen getroffen haben mit weitreichenden Folgen? Wie selbstkritisch geht die amerikanische Administration, aber eben auch die amerikanische Öffentlichkeit damit um? Es gibt ja nicht nur Fehler in Syrien, es gibt Fehler in Afghanistan, es gibt Fehler im Iran noch zu Schahs Zeiten und der Irak ist ja auch schon angesprochen worden.
Ja, ich denke, Amerikaner sind ihren Fehlern bewusst, die sie nicht nur in den letzten 10 Jahren seit 9/11 gemacht haben, sondern ich würde sagen im letzten Jahrhundert seit dem Ersten Weltkrieg. Die Fehlern sind oft politisiert. Das heißt, der Präsident wird kritisiert, weil er zu schwach oder zu stark ist. Er muss natürlich die Verantwortung für solche Entscheidungen tragen. Und ich denke, dass Obama ist von einer starken Überzeugung geleitet werden, dass es ist besser, wenn Amerika einen Fehler macht, indem es zu wenig interveniert, statt dass es einen Fehler macht, indem es zu viel interveniert. Muss Obama die Suppe auslöffeln, die ihm seine Vorgänger eingebrockt haben? Ja, aber ich meine, wir haben alle Dreck am Stecken. Ich denke, die Probleme im Nahen Osten fingen mit den Kreuzzügen an, 900 Jahre her. In den letzten 70 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg mit der kontroverse Errichtung des Staates Israel und den ständigen Kriegen um seine Existenz sowie die schwierige Herstellung von Staaten in solche willkürlich gezogenen Grenzen. Es ist schwer gewesen. Amerika hat sich engagiert. Ich würde sagen, wäre Amerika im Nahen Osten in den letzten 70 Jahren nicht gewesen, hätte Israel es viel schwieriger. Mhm. Und ob es weniger Kriege gegeben hat als mit amerikanischem Engagement, das weiß ich nicht. Aber zu erwarten, dass Amerika nach 9/11 einfach sagen würde, Afghanistan, Irak, seit dem Kuwait-Krieg, No-Fly-Zone, das erhalten wir, den Status quo ist nachträglich, das ist nicht realistisch. Also Amerika hat wegen 9/11 gehandelt, hat daraus gelernt, unter anderem, dass man den Nahen Osten nicht alleine lassen kann. Das ist im Moment auch sicherlich nicht der Fall, Herr Somlenny. Russland ist ja auch ein wichtiger Spieler im syrischen Gemenge. Offensichtlich gibt ja Informationen, die Russen haben es im Prinzip ja auch schon bestätigt, dass sie aktiv dort in den Konflikt militärisch eingegriffen haben, wie auch immer das aussieht. Ist Russland sowas wie der lachende Dritte in Syrien oder überhaupt im Nahen Osten? Naja, es ist nicht neu und Sie haben recht, Russland hat es in der Tat bestätigt. So die Beamten des Auswärtigen Amtes Russlands, des Außenministeriums Russlands haben es bestätigt, dass Russland an dem Konflikt beteiligt ist, dass Russland Waffen liefert und die Experten, die diese Waffen bedienen können. Es geht offiziell immer noch nur darum, dass es das Lehrpersonal ist, das den Syrern zeigt, wie man mit den Waffen umgeht. Aber es gibt schon im Internet die Videos, die zeigen zum Beispiel die gepanzerten Fahrzeuge in den Gefechten und man hört dabei die russische Rede. Es ist noch nicht bestätigt, die Authentizität von diesen Aufnahmen, aber vieles weist darauf hin, dass in der Tat die russischen Soldaten dort nicht nur bei den Transportlieferungen dabei sind. Mhm. Es gab Dutzende in den letzten Jahren Transportlieferungen mit den großen Transportschiffen der russischen Marine, die Waffen, wie gesagt, so Fahrzeuge, Raketenwerfer und so weiter nach Syrien brachten, sondern auch das Personal der russischen Armee dabei ist, das nicht nur zum Bedienen von diesen Maschinen in dem Friedenssituation, in der Friedenssituation dort sind, sondern auch für die Gefechte bereit sind. Also das droht da ein Stellvertreterkrieg. Ich meine, die Amerikaner unterstützen ja die Kurden im Norden von Syrien und die sogenannten gemäßigte Opposition. Russland unterstützt Assad. Die kämpfen ja gegeneinander. Das ist ja eine Konstellation, die man von vielen anderen Konflikten auch schon kennt. Ja, es ist eine gefährliche und unübersichtliche Gefechtslage. Also sehr vereinfacht gesagt kann man sagen, dass sich in Syrien zwei Ebenen überlagern. Auf der einen Seite ein Bürgerkrieg verschiedener Fraktionen in der Frage für oder gegen Bashar al-Assad. Und auf der anderen Seite eine Intervention von außen. Diese Interventionsmächte von außen sind einerseits die USA, die Europäer, die Türkei und die Golfstaaten. Die sind alle daran interessiert, das Regime von Bashar al-Assad zu stürzen. Nicht, weil er ein Menschenverächter wäre, was er natürlich ist. Sein Regime ist skrupellos, hat unglaublich viele Syrer auf dem Gewissen. Die meisten Toten in diesem Bürgerkrieg gehen auf sein Konto. Aber nicht deswegen wollte der Westen ihn von der Macht entfernt sehen, sondern deswegen, weil Syrien der engste Verbündete des Iran in der Region ist und über die syrische Grenze eben auch der Waffennachschub in Richtung Hisbollah im Libanon erfolgt. Es fand hier also ein Stellvertreterkrieg statt.
Und mittlerweile sind die Fronten so unübersichtlich geworden, dass nicht mehr ganz klar ist, wo fängt eigentlich die eine Front an und wo hört die andere Front auf. Im Augenblick haben wir eine sehr gefährliche Konstellation. Die Russen haben genau wie die Iraner erkannt, dass das Regime von Bashar al-Assad mit dem Rücken zur Wand steht. Es kontrolliert vielleicht noch ein Drittel des Landes und die Fronten bröckeln. Die Russen, die Iraner und auch die Chinesen wollen aber nicht, dass dieses Regime stürzt, weil sie nicht wollen, dass der Westen ein weiteres Land sich einverleibt nach Libyen, nach dem Sturz von Gaddafi. Umgekehrt glauben die westlichen Staaten, dass sie jetzt eine Chance hätten, ihn zu beseitigen. Wir haben jetzt die Diskussion, dass die Briten, die Franzosen, sogar die Australier alle ganz begierig darauf sind, sich an Luftschlägen gegen den Islamischen Staat zu beteiligen. Das klingt erstmal gut, in Syrien wohlgemerkt. Das klingt erstmal gut. Alle wissen eigentlich, dass diese Luftangriffe mit mäßigem Erfolg gegen den Islamischen Staat geführt worden sind. Man kann sie trotzdem durchführen, ohne Bodentruppen geht es aber nicht, die wird aber erst einmal keiner entsenden. Im Grunde genommen ist das alles eine Drohkulisse gegen Russland, denn die Russen entsenden jetzt Truppen oder zumindest beratendes Personal und Militärgerät, um Bashar al-Assad und seine Miliz zu verteidigen. Es ist schwierig, in Syrien einen Zwei-Fronten-Krieg zu führen. Man will einerseits den Islamischen Staat bekämpfen, andererseits das Regime von Bashar al-Assad. Wie soll das gelingen? Stürzt dieses Regime von Bashar al-Assad, wird leider nicht die Demokratie siegen, sondern der Islamische Staat wird in Damaskus einziehen. Und im Westen gibt es mittlerweile viele, die sich fragen, war es wirklich eine gute Idee, so verbrecherisch dieses Regime ist, es um jeden Preis stürzen zu wollen. Man muss auch dabei nicht vergessen, dass es auch viel Propaganda-Zweck für diese Einmischung Russlands ist. Russland lieferte Waffen ununterbrochen seit letzten Monaten. Jetzt sagt Russland, okay, gut, wir schicken jetzt die Truppen. Die Truppen sind, wenn sie dort sind sie dort nicht massiv und nehmen an, die kämpfen nicht massiv teil. Dafür spricht jeder auf der Welt über die russische Unterstützung von Syrien. So ist die Aufmerksamkeit aus der Sicht des Kremls, die Aufmerksamkeit des Westens und der Welt, ist von Donetsk, von Luhansk, von der Krim abgelenkt. Und man kann ruhig sich auf der Weltbühne präsentieren als ein Rettungsstaat. Und das ist, glaube ich, eine von wichtigsten Zielen. Diesen Zusammenhang Ukraine und Syrien, den werden wir auch noch ansprechen. Ganz kurz vielleicht ein Einschnitt. Der Anlass für diese Sendung sind ja die Flüchtlingsströme, die nach Europa kommen, vor allen Dingen aus Syrien. Die Flüchtlingskatastrophe ungleich größer als das, was wir aus Ungarn und anderen europäischen Ländern erleben, findet ja in Syrien selbst statt. Etwa 7, 8 Millionen Syrer sind in diesem Land auf der Flucht. Herr Lüders hat jetzt gerade die politischen Konstellationen, die Fronten aufgezeichnet. Zwischen diesen verfeindeten, bis an die Zähne bewaffneten Gruppierungen bewegen sich 8 Millionen Menschen ohne Heimat, auf der Flucht, in ständiger Todesangst. Sie haben lange in Syrien gelebt. Haben wir überhaupt eine Vorstellung davon, was da gerade in diesem Land vorgeht, außer dass dort gekämpft wird? Wir können eine sehr gute Vorstellung davon haben, wenn wir uns das Ganze im Internet angucken und verfolgen. Das ist in Echtzeit zu verfolgen, wie jeden Tag fast Bomben auf Wohngebiete fliegen. Bashar al-Assad tötet im Durchschnitt pro Monat 1.200 Zivilisten. Das waren es gerade im Monat August. Das ist 7-mal mehr, als der IS tötet, wie gesagt. Das sind pro Tag 10 Kinder. Die sind verschüttet unter den Häusern. Die Eltern graben danach. Es ist das furchtbarste Elend, was man sich vorstellen kann. Und alles, was die Menschen im Land fordern, und da widerspreche ich jetzt Herrn Lüders eindeutig, denn wir haben eben nicht nur die Situation, dass Bashar al-Assad in Damaskus ein sinkendes Schiff noch steuert und dass auf der anderen Seite der IS vorrückt. Das ist sehr wohl richtig. Aber wir haben im Land Zehntausende, Hunderttausende Menschen, die für etwas anderes arbeiten und von etwas anderem träumen. Und es gibt zum Beispiel 8 gewählte Provinzräte in den Gebieten, die die Rebellen kontrollieren. Es gibt hunderte lokaler Räte. Es gibt hunderte zivilgesellschaftliche Gruppen, die im Norden des Landes, im Süden des Landes versuchen, Infrastruktur wieder aufzubauen, Wasser- und Stromversorgung zu errichten, die Untergrundkliniken betreiben, Schulunterricht bei Kerzenlicht in Kellerräumen für Kinder organisieren und die im Grunde genommen damit beschäftigt sind, Massengräber auszuheben, Leute, verschüttete Leute zu suchen und Tote zu zählen, zu dokumentieren. Diese Menschen, ganz kurz, die wollen alle ein alternatives Syrien aufbauen. Für das haben sie demonstriert 4 Jahre lang. Es wird immer noch demonstriert, im Übrigen jeden Freitag. Diese Menschen fordern alle nur eines: Schutz vor den Luftangriffen des Assad-Regimes. 100% dieser Menschen. Das sind die Leute, die wir sehen wollen beim Wiederaufbau dieses Landes, beim neuen Syrien. Warum hören wir nicht deren Hilferufe? Die waren jetzt im britischen Parlament gerade. Planet Syria ist eine Vereinigung von über 100 zivilgesellschaftlichen Organisationen, haben dort explizit für eine Flugverbotszone geworben. Das will keiner hören. Alle sagen, das ist zu teuer, kompliziert. Das sind Vorwände, denn wir haben ja schon im syrischen Luftraum US-Kampfjets. Wir haben in der Region genug westliche
israelisches Militär, um so etwas durchzusetzen. Und das wäre der Beginn einer politischen Lösung. Bashar al-Assad wäre gezwungen zu verhandeln. In diesen Gebieten könnte eine alternative Strukturen entstehen. Und das wäre der Beginn eines politischen Wandels in Damaskus, der eben nicht durch den IS dominiert wäre. Die Flüchtlingsbilder haben ja inzwischen auch die amerikanischen Fernsehanstalten erreicht. Was hat Obama denn jetzt vor, diese humanitäre Katastrophe einzudämmen? Sind ihm da die Hände gebunden im Moment? Was ist so im Moment so die Position der US-Administration? Obama ist einer, der glaubt, Leute müssen fähig sein, ihre eigenen Tragödien zu meistern. Das hat er schon in Südchicago gelernt. Er geht dahin und versucht, die Leute die Möglichkeit, ihr Leben zu verbessern, auch wenn er vielleicht denen bessere Chancen geben könnte. Aber er will die dazu bewegen. Und er weiß, diese Welt ist voll mit Tragödien, wie wir jetzt in den Aufenthaltslagern sehen. Und er kann nicht alle selbst behandeln. Natürlich, die Kraft der Bilder wird auch in Amerika politische Bewegungen verursachen. Wir haben gerade gehört von einer Flugverbotszone, auch im Zusammenhang mit einer Enklave, der geschützt wird für Flüchtlingslagern innerhalb von Syrien. Das wird in Amerika besprochen, auch weil die politischen Kalküle jetzt im September, wo die ganze Welt auf New York und der UNO zeigt, schaut. Es wird besprochen. Ich denke, dass der russische Einsatz jetzt mit mehr Flugzeuge und mehr Gerät auch ein Zeichen dafür ist, dass die Russen es ernst nehmen, dass die Amerikaner und die Europäer mit dieser Flüchtlingskrise vielleicht zum neuen Politik kommen werden, wo sie militärisch doch gegen Assad vorgehen. Und also mehr Kompromissbereitschaft. Die Bereitschaft, sich zu engagieren, wird in Amerika steigern. Aber man wird immer zuerst auf den Europäer schauen. Und obwohl wir natürlich in Irak unsere Hände voll haben und da Hauptverantwortung haben, man wird in Amerika sagen, in Libyen, wo Bürgerkrieg ist, und in Syrien, wo Bürgerkrieg ist, müssen die Europäer auch mal zeigen, dass sie als eine Supermacht handeln können. Wir haben ja am Anfang schon mal festgestellt, dass es viele Fehler gab, ein Versagen der westlichen Politik über viele Jahrzehnte. Sie haben mit dem Irakkrieg begonnen. Man könnte ja auch das Verhalten gegenüber dem Iran. Es gab ja einen ersten Golfkrieg zwischen dem Iran und dem Irak 1980, lange her, dem der Westen ja den Irak unterstützt hat mit Waffen, die später dann bekämpft werden mussten im zweiten Golfkrieg. Da hatten sich die Fronten gewechselt. Man könnte ja noch viel weiter zurückgehen. Diese Staaten wie Syrien, Irak, wenn man sich die Landkarte ansieht, sind wie mit dem Lineal gezogen. Eine willkürliche Grenzziehung nach dem Ersten Weltkrieg. Und eine ganze Menge von Fehlern, die dort gemacht worden sind, die westliche Politik ja immer sehr stark, glaube ich, von drei Dingen beeinflusst im Nahen Osten. Der Schutz Israels, das Interesse an den Ölquellen, zumindest bis in die jüngste Vergangenheit, und eben die Bekämpfung des Terrorismus. Da sind viele Fehler gemacht worden. Gibt es Anzeichen der westlichen Politik, aus diesen Fehlern zu lernen, jetzt angesichts dieser humanitären Katastrophe in Syrien? Also nicht mal ansatzweise, nicht mal 0,0 würde ich sagen. Ich habe gerade erwähnt den Umstand, dass Großbritannien, Frankreich und Australien darum wetteifern, nun an der Seite der USA Luftangriffe in Syrien fliegen zu dürfen. Wenn man sich einmal die Geschichte militärischer Intervention in den letzten 20 Jahren in der Region anguckt oder zurückgehend bis zum Sturz des demokratisch gewählten iranischen Ministerpräsidenten Mossadegh im Iran 1953, diese militärischen Interventionen haben immer nur eines bewirkt: Staatszerfall, Anarchie, Milizenherrschaft. Und vergessen wir nicht, dass diese westlichen Interventionen, die meist von den USA angeführt wurden, allerdings unter williger Kooperationsbereitschaft vor allem Großbritanniens, aber auch anderer europäischer Mächte. Sie haben ja überhaupt erst in weiten Teilen den Terror erst geschaffen, den wir uns heute ausgesetzt sehen. Der Islamische Staat ist ein Produkt amerikanischer Politik. Der Islamische Staat ist made by USA. Das Gleiche lässt sich sagen über die Taliban und über Al-Qaida. Sie sind beide entstanden aus den Mujahedin heraus, die über 10 Jahre lang den Kampf führten gegen die sowjetischen Besatzer Afghanistans. Und dann konnten die Amerikaner nicht mehr kontrollieren, die Herren, die sie da gerufen hatten. Wir haben heute die paradoxe Situation in Europa, dass wir durch die Flüchtlingsströme, die kommen und noch immer kommen werden, wir stehen ja erst am Anfang dieser Flüchtlingsbewegung,
wir zahlen als Europäer den Preis für eine völlig hirnrissige amerikanische Politik, die nicht mal ansatzweise aus ihren Fehlern gelernt hat. Die Amerikaner haben gerade erklärt, Regierung Obama, dass sie bereit sind, 5000 Flüchtlinge mehr als geplant aufzunehmen aus den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens. Also überspitzt gesagt müsste man sagen, eigentlich müsste man Schiffe bereitstellen und diese Flüchtlinge, die nach Europa kommen, weiterschicken in die USA. Das ist natürlich keine Politik. Natürlich müssen wir Europäer diesen Flüchtlingen helfen. Auch die Europäer haben versagt, aber sie haben nicht begriffen, dass diese militärischen Interventionen eben nicht weiterführen. Aber was müssen wir dann tun, Herr Lüders? Sie sagen, militärische Intervention ist falsch, aber es gibt keinen Königsweg, keine ideale Lösung. Und ich höre nicht von Ihnen, wie diese Bürgerkriege zu Ende gehen sollen. Oder sind Sie bereit zu akzeptieren, dass der Westen eigentlich da überhaupt nichts zu suchen hat und dass nur durch diese Isolation ein Frieden kommen könnte? Nee, wir müssen eine Sache ganz klar unterscheiden. Völlig d'accord, Herr Lüders, mit der Geschichte der Intervention. Und dieser Interventionalismus des George W. Bush hat wirklich die Region zerstört. Bin ich völlig einer Meinung. Der Erste Weltkrieg hat die Region zerstört. Ja, das auch. Bevor Amerika in Europa war. Aber ein ganz wichtiger Punkt. Der große Unterschied zu Syrien ist, dass es eben keinen Interventionalismus gab. Die Lehre, die Obama gezogen hat aus 10 Jahren George W. Bush, ist, wir wollen eben nicht intervenieren. Nein, wir gehen da nicht rein. Diese Lehre aus Libyen war kein UNO-Weltsicherheitsratsbeschluss, keine Flugverbotszone über Syrien. Das waren die Lehren. Das heißt, in Syrien ist genau das nicht passiert, was Sie erklären, was woanders passiert ist. Aber der große Unterschied ist, in Syrien geht es nicht darum, einen Krieg zu beginnen. Was Sie schildern, Afghanistan, Irak, auch damals der Sturz des Schah, das waren Interventionen, da gab es vorher keinen Krieg. Das war ein Land unter einem Diktator, nicht schön, aber stabil. Und der Westen ist hingekommen und hat den Krieg dorthin getragen. In Syrien geht es nicht darum, einen Krieg zu beginnen. In Syrien geht es darum, einen Krieg beenden zu helfen, indem man Zivilisten schützt, die das seit Jahren fordern. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und da hat der Westen leider doch was gelernt. In dem Fall leider sehr auf Kosten der Syrer. Denn wenn es eine Responsibility to Protect gibt, völkerrechtlich angedacht, dann, also das heißt, wenn nicht, wo in Syrien, wo Verantwortung für den Schutz dieser von Zivilisten, Menschen, die wir angeblich in Libyen einsetzen wollten, wo Gaddafi ja noch gar nicht zugeschlagen hatte, wo dann das UNO-Mandat überdehnt wurde zum Sturz des Gaddafi-Regimes, darum geht es gar nicht in Syrien. Keiner möchte, dass Bashar al-Assad vom Westen abgesetzt wird. Das fordern auch nicht die Syrer. Die Syrer fordern auch keine Bodentruppen. Aber Sie fordern militärische Intervention und er sagt nein. Und ich möchte aber wissen, Herr Lüders, was ist Ihre Alternative und was sind die Konsequenzen? Vielleicht müssen wir akzeptieren, 20 Jahre Bürgerkrieg da unten. Ich meine, Schuld, darüber können wir lange reden, aber ich will die Zukunft verstehen. Ja gut, aber Sie können die Zukunft nicht verstehen und das unterscheidet vielleicht Amerikaner von Europäern. Aber welche Lehre? Lassen Sie mich den Gedanken gerade zu Ende führen. Ohne in der Geschichte zu lesen und ohne zu verstehen, das Unheil, das gerade US-amerikanische Politik in der Region angerichtet hat. Wenn das Kind erstmal in den Brunnen gefallen ist, wenn konkret ganze Staaten wie Irak, Syrien, Libyen als Ergebnis amerikanisch geführter Intervention... Sie antworten meine Frage nicht, sondern die reden weiter dabei über ihre Klageschrift und ich möchte den nicht hören. Ja, das mag genug sein, davon aber gehört. Möglicherweise sehen das die Zuschauer anders. Damit müssen Sie leben. Lassen Sie mich den Gedanken gerade zu Ende führen. Wir können also, nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist, nicht von jetzt auf gleich Patentlösungen finden. Die Region ist zerstört worden als Ergebnis dieser unseligen amerikanischen Interventionspolitik. Ja. Und wenn wir uns überlegen, was können wir tun, im Augenblick Schadensbegrenzung, nicht weitere militärische Intervention, nicht den Fehler begehen, das, was die Amerikaner falsch gemacht haben, zu übernehmen, indem man auch beispielsweise Bundeswehrsoldaten... Also keine Luftangriffe gegen ISIS? Ich will einfach wissen, wo sie sind. Luftangriffe gegen ISIS kann man machen, wenn man eine Strategie hat. Das ist eine militärische Intervention, Herr Lüders. Wenn man eine Strategie hat, wohin die ganze Reise gehen soll. Ja, die NATO beispielsweise, die NATO und die Amerikaner zum Beispiel, haben gerade die Türkei nicht daran gehindert, gegen die PKK militärisch vorzugehen, die Hauptlastkampf trägt des Kampfes gegen den Islamischen Staat. Okay. Es ist ziemlich absurd, auf der einen Seite zu sagen, man will dieses oder jenes. Andererseits gibt die NATO grünes Licht den Türken für eine unglückselige Politik, die wichtigste Fraktion, die gegen den Islamischen Staat kämpft, dieses die Türken tun zu lassen. Sie meinen jetzt den Angriff auf die Kurden? Den Angriff auf den Kurden, das ist ein großes... Nach vorne denken. Ich bin was sollen die Türken machen, Herr Lüders? Was sollen wir alle machen? Wir alle wollen den IS bekämpfen. Der IS ist das Schreckgespenst für uns. Also Bashar al-Assad tötet ja nur Syrer. Das muss uns nicht so angehen. Das ist ja völlig richtig. Moral beiseite. Es darf geht darum, gleich noch den mal, IS zu stoppen. Darf ich einen Vorschlag machen, dass wir die Lösung des Konflikts vielleicht gleich noch einen ganz kurzen Moment zurückstellen? Also, Lemmy, gut gemeint ist ja noch lange nicht gut gemacht. Das gilt ja, das kennen wir aus vielen Lebensbereichen.
ich sage es mal etwas überspitzt, die Gutmenschen im Westen oder manche haben gedacht, man könne den arabischen Staaten ganz einfach, unter anderem auch mit militärischem Druck oder militärischer Gewalt, die Segnungen der westlichen Demokratie bringen. Der arabische Frühling hat das ja noch so ein bisschen beflügelt. War das blauäugig oder war das nur ein Vorwand, um militärische Interessen im Nahen Osten durchzusetzen? Das war in unterschiedlichen Fällen unterschiedlich. Und man muss auch es nicht außer sich lassen, diese gute Bereitschaft der Leute im Westen, den Westen in allen schrecklichen Sachen anzuschulden, ist auch ein bisschen so die Überschätzung der Kapazitäten des Westens, die anderen Staaten zum Schlechten zu bewegen. Also der Chaos in Afghanistan war nicht von Amerikanern verursacht, das war der Leonid Brezhnev, der im Jahr 79 sogar, den Präsidenten von Afghanistan, den Amin, praktisch umgebracht hat. Mit dem, es war so ein Sturm durch die sowjetischen Sondereinheiten des Palast von Amin. Der wurde umgebracht. In der letzten Minute griff der afghanische Präsident den Hörer an und sagte so, ruft Moskau an, die Russen müssen mich von den Amerikanern schützen. Ich werde jetzt von den Rebellen hier angegriffen. Das waren die Russen, das waren die Sowjets. Und erst dann kam diese Chaos, diese Besetzung und die ersten Hinweise auf Taliban, die kommen aus den Anfang der 90er Jahre, als dieser ganze Bürgerkrieg schon über 13 Jahre dauerte. Also nicht an allen Leiden der Welt ist der Westen und die Amerikaner schuld. Das war ja der Hintergrund der sowjetischen Invasion gewesen, ja ein Machtkampf innerhalb der kommunistischen Partei Afghanistans damals. Das Land war ja bereits kommunistisch. Genau. Aber die Frage war ja, ob wir ja quasi das rechtfertigen, unser Vorgehen im Nahen Osten damit nach dem Motto, also sobald das westliche Demokratien sind, leben die alle im Frieden, in Wohlstand, es gibt rechtsstaatliche Strukturen, war das unglaublich naiv? Ja, es gibt offensichtlich diese moralische Selbstverpflichtung der Leute im Westen, die im Frieden leben, die im Wohlstand leben, und die sagen, wenn es irgendwo auf der Welt was schief geht, dann können wir nicht einfach in der Seite stehen und diesen armen Leuten zu helfen. Wie es geholfen sein kann, mit der Unterstützung, mit der internationalen Zusammenarbeit, wie es in den meisten Fällen funktioniert, mit der Übertragung der Werten, mit dem Handel, mit der Entsendung der Leute, der technischen Spezialisten, der Politologen, der Berater und so weiter, oder mit anderen Mitteln. Es hängt von der Situation ab. Es gab die wunderbare Beispiele, wie die militärische Intervention rechtzeitig viele Leben gerettet hat. Denken Sie an Kosovo. Denken Sie an Jugoslawien. Wenn man in Bosnien rechtzeitig interveniert hätte, dann hätte man Massaker von Srebrenica, das wäre diese Massaker nicht gegeben wahrscheinlich. Eine Vermutung. Wenn die niederländische, die niederländischen Truppen, interveniert hätten. Sehen wir die ganze Situation im Nahen Osten, jetzt speziell in Syrien, sehen wir das einfach immer noch zu sehr durch die westliche Brille? Nach dem Motto, die Menschen könnten ja profitieren auch von unserem politischen System. Jetzt sind sie auf der Flucht vor Krieg, Vertreibung und Vernichtung. Ist das einfach, liegen wir da immer mit unserer Einschätzung viel zu falsch? Es ist ja eine Illusion, dass der Westen irgendwo in der Welt Demokratie exportieren möchte. Also da bin ich ganz einer Meinung mit Herrn Lüders. Das hat der Westen in den letzten Jahrzehnten gerade im Nahen Osten nicht getan. Der Westen hatte es vielleicht damit, Autokraten Geschäfte zu machen und zu agieren, die eben seit 40 Jahren an der Macht waren. Die wurden gestützt, mit denen wurden Geschäfte gemacht. Davon hat der Westen profitiert. Demokratie hat den Westen gar nicht interessiert im Nahen Osten. Als es demokratisch zu werden drohte, sprich als der arabische Frühling aufkam oder als auch schon vorher Organisationen oder Parteien wie die Hamas demokratisch gewählt wurden oder in Algerien zuvor, da hat uns das Ergebnis eigentlich nicht so gut gepasst. Haben wir gesagt, nee, mit einem demokratischen Ergebnis, das irgendwelche islamistischen Parteien an die Macht bringt, wollen wir eigentlich nicht leben. Der Westen muss schon verstehen, mehr Demokratie im Nahen Osten bedeutet mehr politischer Islam. Da müssen wir uns drauf einstellen. Wenn wir dazu nicht bereit sind, dann sollten wir ehrlicherweise weiter mit Autokraten zu tun haben. Also das ist eine Brille und auch eine religiöse Brille, durch die wir diese ganze Region immer wieder wahrnehmen, alles auf Religionskonflikte und Konfessionen zu schieben. Das hatte nun gerade in dieser Revolution auch in Syrien gar nichts verloren. Da ging es überhaupt nicht um Religion. Insofern tun wir uns keinen Gefallen bei der sehr komplexen Analyse dieser Kriege und dieser Konflikte, wenn wir immer nur sehen, ja, die schlagen sich da die Köpfe ein, Sunniten, Schiiten einerseits, und die können keine Demokratie, damit tun wir uns keinen Gefallen. Denn was die Menschen tatsächlich wollen, und jetzt kommen ja viele Syrer hierher, mit denen wir auch mal darüber reden können, erfreulicherweise, wenn wir die mal fragen, wovor seid ihr geflohen eigentlich, weswegen seid ihr auf die Straße gegangen, warum seid ihr jetzt hier, dann werden wir ganz schlüssige Antworten bekommen, nämlich, dass sie eigentlich vielleicht was sehr Ähnliches wollten wie hier, was auch im ersten Moment anders aussehen mag, und dass sie jetzt gekommen sind in erster Linie, weil sie die Hoffnung komplett verloren haben, und zwar die Hoffnung auf die Welt, auf die internationale Gemeinschaft, ihnen dabei zu helfen.
Wenn sich die USA und Russland einigen würden im Syrien-Konflikt oder aufeinander zugingen, wäre ja schon ein großer Schritt gemacht, möglicherweise zur Lösung des Konflikts. Die Parallelität dieses Konfliktes in der Ukraine und der in Syrien, erschwert er diese Verständigung, diese Kompromissbereitschaft? Aber Entschuldigung, es gibt keine Parallelität zwischen der Ukraine und... Nein, die Gleichzeitigkeit. Ich meine nicht die innere, Entschuldigung. Doch. Dass sie gleichzeitig stattfinden, die haben miteinander nichts zu tun, das habe ich nicht behauptet. Dass sie gleichzeitig stattfinden in der Ukraine, also ein Konflikt, wo die Amerikaner mit den Russen aneinander geraten, in der Ukraine wie auch in Syrien, dass die gleichzeitig stattfinden, erschwert das die Verständigung? Amerikas wichtigste Priorität, und das seit einem Jahrhundert, ist die Sicherheit und Verteidigung Westeuropas, dass Westeuropa nicht in den Händen von einem feindlichen Hegemon kommt. Und auch weiterhin die Verteidigung dieser Friedensordnung steht als Priorität Nummer eins, daher die Sorge über Russland. Amerikas Militär steht weiterhin zuerst da, um eine militärische oder nukleare Erpressung Westeuropas durch Russland zu verhindern. Das ist schwieriger, wenn im Nahen Osten es überall brennt. Und Amerika weiß, es hat nur begrenzte Bandbreite. Wenn eine Einigung mit Iran kommt und Öl weiterhin billig bleibt und der Straße von Hormuz nicht geschlossen wird, ist das gut für China, das ist gut für Iran, Europa und Amerika, das ist schlecht für Russland. Russland ohne teure Ölpreise hat keine gute Zukunft. Amerika würde gern Iran auch bei der Beilegung des Bürgerkriegs in Irak als Unterstützer haben und nicht als, als Störer. Und letztendlich, wenn Amerika einen Weg findet, neue Einigung mit Europa und Russland, sodass dieser Bürgerkrieg in Syrien beendet werden kann, ist das gut. Aber lass uns nicht vergessen, Amerika muss immer balancieren zwischen einem langfristigen Wunsch, wie in Deutschland und in Japan, in Osteuropa wie in Westeuropa, Demokratie voranzubringen. Weil wir glauben, nicht nur ist Demokratie menschenrechtsfreundlich, sondern Demokratien sind auch friedlicher als korrupte Kleptokratien, Autokraten. Aber wir müssen auch erstmal überleben. Und deshalb, wir werden mit Demokratisierungsversuche weiterarbeiten, obwohl wir vorgeworfen werden, naiv, missionarisch oder arrogant zu sein. Wie kann man denn Demokratie exportieren nach Saudi-Arabien? Auf der anderen Seite wird Amerika immer versuchen, die Feinde der Demokratie gegeneinander auszuspielen. Genau wie es mal, sag mal, das Stalingrad-Syndrom, Stalin gegen Hitler. Weil Amerika weiß, es kann nicht gegen alle Feinde der Demokratie gleichzeitig gehen. Und dann wird Amerika vorgeworfen mit Saudi-Arabien und mit Pakistan oder mit irgendwelchen Schurken vor Ort, Taliban und Bin Laden, zusammenzuarbeiten, obwohl sie unsere Menschenrechte nicht teilen. Was man nicht versteht, ist, man muss immer eine Balance finden. Langfristig natürlich wollen wir eine demokratische Weltordnung, aber kurzfristig müssen wir manchmal mit Bösewichten zusammenarbeiten. Und dann haben wir danach natürlich auch aufzuräumen. Gut, das ist natürlich auch nackte Machtpolitik zur Rolle Russlands vielleicht noch in Syrien. Die nicht sich nur nackte Machtpolitik, sondern Idealpolitik und Machtpolitik in ein Doppelhelix. Mhm. Das ist Amerika. Aber die Glaubwürdigkeit der USA ist dabei im Nahen Osten leider verloren gegangen. Ja, und Europas auch. Ich glaube nicht, dass Amerika im Nahen Osten geliebt werden kann. Allerdings, wenn wir die Flüchtlinge mehr helfen als bisher und wenn wir in Syrien ein bisschen näher an Frieden kommen und auch eine Enklave für die Flüchtlinge in Syrien aufstellen, könnte es sein, dass wir mehr unterstützen haben werden, als wenn wir draußen bleiben. Ich nehme das gleich noch mal auf. Noch eine Frage zur russischen Rolle in Syrien. Wenn sich Russland jetzt militärisch da stärker engagiert, da gibt es ja, Russland hat ja durchaus auch schlechte Erfahrungen schon gemacht mit ausländischen Interventionen, immer so diese Vietnamisierung eines Konfliktes. Kann es sein, dass Russland so verwickelt wird, dass es da in eine schwierige Situation kommt, in einen Krieg verwickelt wird, aus dem es nicht mehr so leicht rauskommt? Ich glaube persönlich nicht, dass Russland bereit wäre und der Kreml bereit wäre, richtig viele Bodentruppen nach Syrien zu schicken. Das wäre logistisch kompliziert. Das wäre auch eine Überstrapazierung Russlands zwischen der Ukraine und Syrien, da die russischen Truppen sind im Einsatz in der Ukraine. Und die haben dort, die leiden dort auch Verluste. Man kann nicht an allen Fronten kämpfen. Und letztendlich sind traditionell in Russland seit dem Afghanistan-Krieg
und seit eine Menge der Lokalkriege in Zentralasien diese Idee, die Truppen in ein islamisches Land zu schicken, nicht so beliebt. Also die, zum Beispiel der Krieg in der Ukraine kann in Russland innerhalb des Landes gut verkauft werden, aber die Truppen nach Syrien zu schicken, das wäre kompliziert. Deswegen glaube ich stark daran, dass Russland und in erster Linie Herr Lavrov, der russische Außenminister, diese ganzen Aktivitäten viel stark propagandistisch verkaufen wird unter dem Motto, die Europäer, die Amerikaner sind unwillig und unfähig, die können nichts mit dem islamischen Staat machen. Wir sind die Starken, wir sind die Guten, wir tun was. Und so wird versuchen, praktisch auf der Weltbühne sich als Retter zu präsentieren und zu, ja, so zu vorzustellen. Das wird natürlich die Waffenlieferungen für Assad, die gab es aber seit Monaten. Wie gesagt, im letzten Jahr hat Russland über 30 große Transportkriegsschiffe nach Syrien geschickt, alle voll offensichtlich mit den Waffen und mit den Geräten. Also die werden natürlich vorgesetzt werden. Aber ich glaube, ganz kurz, wenn ich da noch was ergänzen darf, ich glaube, dass Russland gerade ganz aktuell versucht, den Preis nach oben zu treiben, den Russland bereit ist zu zahlen für eine andere Haltung in der Syrien-Politik. Denn Iran und Russland konkurrieren um Einfluss in Syrien. Russland sieht, dass Iran extrem wichtig geworden ist. Und jetzt möchte man, bevor Assad fällt, bevor eine Lösung gefunden wird, noch den Preis nach oben treiben. Was bekommt Russland dafür, dass er Assad... Damit sind wir beim Thema Lösungen und Auswege. Wir erleben den Syrien-Konflikt im Moment durch die Flüchtlinge ja hautnah mit. Die zehnfache Anzahl der Menschen, haben wir ja vorhin auch schon gesagt, ist ja innerhalb der Landesgrenzen in einem unglaublich... in einem Kriegsgebiet, wo überall gekämpft wird, unterwegs, also geschundene Menschen. Gibt es eine Möglichkeit oder eine auch relativ kurzfristig wirkende Möglichkeit, diesen Menschen zu helfen, die ja nicht noch jahrelang unter diesen schrecklichen Bedingungen leben können, in Syrien Erleichterung zu schaffen? Wo gäbe die Frage auch mit oder ohne Assad? Es gibt jetzt, glaube ich, aus Österreich und Spanien den Vorschlag, Assad damit einzubeziehen, weil man an ihm auch nicht vorbeikommt. Welche wirklich brauchbaren und vor allen Dingen realistischen Möglichkeiten einer Konfliktlösung gibt es im Moment? Es gibt leider keine Patentrezepte, aber es gibt in der Tat ein Umdenken in der Frage, wie geht man um mit dem Regime von Bashar al-Assad. Und hier haben wir sicherlich einen Dissens, aber ich finde, darüber muss man in der Tat in der Sache diskutieren. Bashar al-Assad und sein Regime sind furchtbar, überhaupt gar keine Frage. Die Vorstellung aber, man könnte es so betreiben, wie es die Amerikaner tun, nämlich jedes Jahr 5000 Bewaffnete ausbilden, sogenannte gemäßigte Islamisten, die dann sowohl gegen das Regime von Bashar al-Assad wie auch gegen den Islamischen Staat bzw. die Nusra-Front, den syrischen Al-Qaida-Ableger, kämpfen sollen. Das funktioniert nicht. Viele dieser Kämpfer laufen dann über zum Islamischen Staat oder verkaufen ihre Waffen. Das ist keine Politik. Letztendlich, es wird Jahre dauern, bis dieser Konflikt zu lösen ist. Er hat viele Ursachen, viele Ebenen, auch die Unfähigkeit vieler Menschen in der Region miteinander auf Kompromissebene umzugehen. Kompromiss gilt als Schwäche. Jeder will dem anderen seinen Willen aufzwingen. Aber die westlichen Staaten sind ja nicht viel besser. Die Mächte, die von außen einwirken, die USA, Russland, Iran, die Europäer, sie müssten eigentlich miteinander reden. Das tut man aber nicht. Die westlichen Staaten sind sich einig. Russland ist die Inkarnation des Bösen, verkörpert durch Putin, mit dem wird nicht geredet, man muss es aber tun. Es reden die ja Russen auch gerade alle zusammen. Es reden. Sehr viel in Bewegung. Ganz allmählich fängt man an, miteinander zu reden, aber nicht genug. Denn eine Lösung und vor allem auch einen Regimewechsel in Syrien wird es nur geben, wenn die Russen, die Iraner, die Chinesen zustimmen. Ansonsten wird dieser Krieg sich fortsetzen. Ich weise übrigens darauf hin, dass die meisten Binnenflüchtlinge in Syrien sich in jenen Gebieten befinden, die von Bashar al-Assad kontrolliert werden. Das ist vor allem die Küstenebene und die Region bis zu Damaskus. Wenn es den Islamisten gelingt, den Durchmarsch zu machen zur Mittelmeerküste, werden noch einmal Millionen Flüchtlinge kommen in Richtung Türkei, in Richtung Libanon. Das ist nicht in unserem Interesse in Europa. Und dieses militärische Denken, wir schicken zusätzliche Bomber, die dann erstmal vordergründig den Islamischen Staat bombardieren, in Wirklichkeit aber wird schon die nächste Runde eingeleitet, Kampf gegen das Regime von Bashar al-Assad und möglicherweise auch eine Konfrontation mit Russland, die sich sehr schnell daraus ergeben kann. Ich halte das für sehr gefährlich. Wir kommen damit nicht weiter. Das wird gerade nicht eingeleitet. Darf ich ganz kurz in drei Punkten widersprechen? Erstens mal, die Menschen halten sich in Assad gehaltenen Gebieten auf, weil sie dort von Assad nicht bombardiert werden. Deswegen erscheinen die zum jetzigen Zeitpunkt sicher. Zweitens, der Westen möchte eben eigentlich gerade nicht Bashar al-Assad stürzen. Das hätte er längst tun können. Spätestens seit dem Einsatz von Chemiewaffen im Sommer 2013 war die rote Linie überschritten von Obama. Man hat es trotzdem nicht getan. Aus dem erwähnten Grund. Mit Bashar al-Assad zusammenzuarbeiten,
wäre ja sinnvoll, wenn man mit ihm den IS bekämpfen könnte. Es geht nicht um Moral. Das kann man nicht. Bashar al-Assad steht nicht auf unserer Seite im Kampf gegen den IS. Wer bekämpft den IS in Syrien, Herr Lüders? Nicht Bashar al-Assad. Bashar al-Assads Luftwaffe ist beschäftigt mit den rebellengehaltenen Gebieten, die er täglich bombardiert, vorzugsweise mit unpräzisen Fassbomben, wodurch, wie gesagt, sehr viele Zivilisten sterben. Bashar al-Assads Bodentruppen sind ganz vereinzelt in direkten Konfrontationen mit dem IS. Und dann rennen sie davon, weil die nämlich von der Küste kommen und gar nicht bereit sind, Raqqa zum Beispiel, die Hauptstadt des IS, zu befreien, weil die Alawiten, wenn dann nur noch ihr Kernland beschützen wollen. Bashar al-Assad hat weder Bodentruppen. Vielleicht muss man ganz kurz sagen, Alawiten ist der Volksstamm in Syrien, aus dem der Assad-Clan stammt. Das ist diese schiitische Splittergruppe, zu der auch Assad gehört, ganz wichtig, genau. Das Wichtige ist, Bashar al-Assad kann kein Partner sein, weil er uns gar nichts zu bieten hat in diesem Kampf gegen den IS. Er profitiert vom IS, er lässt ihn gewähren. Wir haben mehrfach die Lage, dass zum Beispiel im Norden von Aleppo der IS vorrückt auf einen Rebellenstützpunkt in Maria. Und was passiert gleichzeitig? Bashar al-Assad bombardiert diesen Ort, aber nicht den IS in diesem Ort, sondern die Rebellen und die Zivilisten. Das führt dazu, dass so einschätzen und nicht nur Syrer, sondern auch Kollegen von mir, die Syrien noch von vor Ort sehr viel besser kennen als ich, die sagen, Bashar al-Assad stellt in Wahrheit die Luftwaffe für den IS vereinzelt. Das heißt, er kann kein Partner sein, er hat kein Interesse, den IS zu bekämpfen. Er will ihn aber haben als haben seinen mächtigsten Feind, damit er dasteht als das geringere. Aber warum haben wir, was die Rolle von Assad angeht, ich kann mich mal erinnern, der galt im Westen sogar als Reformer, als der seinen Vater beerbt hat. Und wenn ich mich noch ganz dunstig erinnere, es gab ja sogar mal den Versuch, mit Israel einen Friedensvertrag auszuhandeln. Ich glaube, das war zu Sharons Zeiten. Plötzlich wird er da zum Belzebub. Also 2003 ist Amerika nach Irak gegangen. Syrien und Israel hatten schon Probleme. Die syrische Besatzung von Lebanon bis 2004 oder sowas war auch ein Problem. Aber es ist nicht, als ob man große Frieden mit Syrien gefeiert hat während des Irakkriegs, sondern die Amerikaner wussten, dass aus Syrien die Al-Qaida in Irak-Kämpfer immer gekommen sind und auch die großen Gelder. Da hat man aber nicht militärisch interveniert. Man hat erst militärisch überhaupt überlegt, gewisse Rebellen zu unterstützen, in begrenzten Maßnahmen nach den Massenmorden. Also es waren diese Bilder, die Amerikaner dazu gezwungen hatten, nicht um jeden Preis Bashar al-Assad zu stürzen, was sie behauptet haben, nein, sondern gerade genug zu tun, dass man immer noch eine Hand im Spiel hatte. Das war die amerikanische Politik, weil wir wollten die Verantwortung für den Machtvakuum nach einem Sturz von Bashar al-Assad nicht übernehmen. Viel weniger schlimm war Bürgerkrieg, die sich vielleicht lösen würde. Jetzt denke ich aber, in Amerika ist eine Mischung aus mangelndem Erfolg gegen ISIS, solange man nur in Irak mit Bodentruppen kämpft und ISIS ein Rückzuggebiet in Syrien hat, und diese katastrophale Flüchtlingslager, der nur schlimmer wird, denn es warten Millionen. Es wird eine kritische Masse zusammenbringen, die mehr darauf setzt, Assad zu stürzen und langsam eine neue Regierung aufzubauen mit so viel Hilfe der Einheimischen vor Ort wie möglich, aber so viel Außenhilfe wie nötig. Aber das heißt, das würde ja letztendlich darauf hinauslaufen, dass das nur funktionieren würde, wenn sich tatsächlich die USA mit Russland, mit dem Iran einigt, wenn es auch vor allen Dingen zu einem Ausgleich zwischen den beiden Hauptgegnern im Nahen Osten, das sind ja nicht die Syrer und die Iraker, sondern das ist ja der Iran und Saudi-Arabien. Ich glaube, und genau das wird nicht passieren. Warte mal, das Russlands Veto im Sicherheitsrat, ein Grund, warum wir Bashar al-Assad nicht beiseite bekommen hat, war nicht nur die Waffenlieferung an Assad, also der Unterstützung, genau wie in Milosevic von Moskau unterstützt worden ist. Ja, zwei Unterstützer von Assad. Und Iran, aber also wer liefert mehr Waffen und wer sitzt vor allem im UNO-Sicherheitsrat? Und ich denke, die Russen merken auch, weil es ist nicht nur außen, wie Sie sagten, auf dem Boden, Assad verliert Tag für Tag. Und die Russen merken, genau wie bei Milosevic vor 15 Jahren, irgendwann ist er nicht mehr zu halten. Und dann werden sie versuchen, so viel Einfluss in der Nachkriegslösung zu haben wie möglich. Und wir müssen, um den IS bekämpfen zu wollen, ganz kurz zum Schluss, wir brauchen die Syrer und wir brauchen die Iraker am Boden. Wir können ja nicht mit Luftschlägen den IS bekämpfen, das ist völlig unrealistisch. Wir müssen diese Menschen einen in einem Kampf gegen den IS. Die Syrer sind dazu bereit, sobald sie eben nicht mehr von Fassbomben, unter Fassbomben Wir brauchen auch, um das noch kurz zu sagen, wir brauchen einen neuen Politikansatz. Wir müssen rauskommen aus diesem militärischen Denken, dieser Logik. Man könnte die Probleme in der Region, die so komplex geworden sind, immer durch Einsatz von Bomben durchführen. Das geht nicht. Und wenn sich die
NATO. Und wenn sich die Europäer und die Regierung in Berlin nicht dazu verhält, dass die türkische Regierung gerade die PKK versucht, Platz zu machen, die wichtigste Bodentruppe gegen den Islamischen Staat, dann stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit westlicher Politik in dieser Region. Das heißt, letztendlich unterstützen wir faktisch dann mit dieser Haltung noch unsere ärgsten Feinde. So ist es. Eine sehr unübersichtliche Gemengelage. Und man kann sich eigentlich kaum vorstellen, dass es da in nächster Zeit eine Lösung gibt. Sie haben sie zumindest versucht, zum Teil aufzuzeigen. Ich bedanke mich, dass ich hier war, liebe Zuschauer. Soweit für heute die Phoenix-Runde. Bleiben Sie bei Phoenix.